Jetzt live aus dem Nationalen Sportzentrum Huttwil. Das Open Sky Festival. Herzlich willkommen, schön schaut ihr zu. Ich bin Lukas Dritten und stehe auf dem Zeltplatz in Huttwil. Aber wieso auf dem Zeltplatz? Ganz einfach, das Wochenende vom 3. bis 5. Oktober findet das Open Sky Festival statt. Mit dabei sind dort verschiedene Künstler zu sehen, zum Beispiel die Baseballs oder die Beatsteaks oder im Moment gerade Back in Silver. Wir gehen doch gerade mal schauen, wie es uns Wunder nimmt, was dort so läuft. Kommt doch mit! Ich laufe einfach mal draußen hin, dass wir sind jetzt hier am Eingang vom Open Sky Festival. Wie jedes Open Air hat auch das Open Air diverse Sponsoren und Werbepartner. Wir sind zum Beispiel so ein Werbepartner und haben Werbung und außerdem auch Tickets verlost. Okay. Rechts neben mir spielen gerade Back in Silver. Sie haben das Festival hier zu Huttwil eröffnet und erhalten hier die Leute, die einfach schon hier sind und die Eröffnung mitverfolgen. Es geht nicht mehr lang und nachher treten hier schon die Beatsteaks. Es geht nicht mehr lang und nachher treten hier schon die Baseballs auf. Die könnten sicher auch so eine Coverband, die zum Beispiel Umbrella von der Rihanna covern oder diverse Songs von der Katy Perry. So fest weh tut, was die Seele schon mal blüht. Neben mir ist jetzt der Michel. Michel, wer bist du? Das können die ja vielleicht nicht alle. Also, ich bin der Michel und wohne eigentlich in Aarau und ich arbeite auch in Biberstein, im Schloss, und ich bin vor 2 Jahren in der Dokuserie, also Schloss Biberstein, SF bei den Leuten bin ich dort gekommen. Und ja. Wie ist das so zu und her gegangen? Sind denn die Kameramänner schon morgen um 6 Uhr abends vor die Tür gestanden? Nein, das schon nicht, aber ja gut, vielleicht um 8:30 Uhr am Morgen sind sie meistens schon da gewesen, also. Sie sind jeden Tag gekommen und hatten einen strengen Plan, wo sie gesagt haben, jetzt filmen wir das filmen und am nächsten Tag ist das dran. Also, es hat schon manchmal Zeiten gegeben, wo streng sie sind. Ja. Was hast du sonst noch für Hobbys? Was machst du in deiner Freizeit? Also, ich mache in meiner Freizeit Rap, also christlicher Rap. Und es sollte eigentlich da ja noch ein Album rauskommen, aber ja, muss ein bisschen planen. Hast du so ein bisschen Vorbilder, die ein bisschen abschauen? Ja, zum Beispiel der Bushido, Sido oder der christliche Rapper, der Cent. Er ist Pastor in Baden, ja. Kommst du dort dazu zum Open Sky Festival? Wieso bist du im Team dabei? Also durch meine Kollegin. Sie hat mich gefragt, ob ich auch wegkomme und so. Dann habe ich mich halt dort gemeldet. Und ja, jetzt bin ich halt hier am Arbeiten. Und auch die Frage an dich, was hast du so für Erwartungen an das Open Air? Ja, ich weiss es nicht. Also, das ist, glaube ich, schon gut. Was denkst du so zu den Baseballs, die heute oben auftreten? Wie gefallen dir die? Ja, die gefallen mir. Aber liebst du auch ein Rap? Ja, ja, eigentlich schon, ja. Gut, merci vielmals, gell. Ich bin jetzt hier beim Urs und Co., sagen wir mal so. Wieso seid ihr hierher gekommen, dieses Jahr? Ja, vor allem wegen der Fredli und Franz Kilby-Musik, die morgen spielen. Könnt ihr die auch persönlich? Ja, weniger, aber schon mehrere Aufträge gesehen. Seid ihr das letzte Jahr auch schon hier gewesen? Nein, nein, das erste Jahr ist das hier. Was habt ihr so für Erwartungen? Frage vielleicht schnell dich. Schönes Wetter, gute Musik, gute Stimmung. Ja, schönes Wetter, das ist es. Was hat es sonst noch für Bands im Sinn, die ihr wollt sehen? Ja, die Kila Boys und die am Schloss und DJ und so. Und ihr bleibt 3 Tage hier? Ja, bis am Sonntag. Dann gehen wir dann irgendwann wieder rein. Müsst ihr am Märchen wieder arbeiten oder ist dann noch frei? Mal alle wieder arbeiten. Also ein bisschen früh ins Bett am Sonntag? Ja.
Also sehen wir dann, je nachdem, wie es hier ist, wie die Stimmung ist und wie das Wetter ist. Wenn es kommt, regnet, gehen wir vielleicht ein bisschen früher und sonst ein bisschen später. Also, merci vielmals und viel Spass am Festival. Guten Abend, Schweizer Jugendfernsehen. Wieso kommt ihr das Open Sky Festival? Ich kann Baseballs hören. Kommt ihr morgen und übermorgen auch noch? Nein, leider nur heute. Was erwartet ihr vom Festival? Ja, für mich, ich finde es noch cool. Es ist eher ein kleines Festival. Das gefällt mir noch. Die anderen Gampo und so, das ist alles ein bisschen gross. Und ich finde es noch so heimelig da. Es ist einfach. Seid ihr das letzte Jahr auch schon da gewesen? Nein. Das erste Mal Premiere. Was denkt ihr, kommt ihr nächstes Jahr wieder, wenn es euch gefällt? Ja, vielleicht. Ja, mal schauen. Ich finde es noch cool. Da. So, ja. Vielleicht auch mit dem Zelt das nächste Mal. Vielleicht, ja. Ja. Gut. Viel Spass. Okay, merci. Ja, jetzt live aus dem Nationalen Sportzentrum Huttwil. Das Open Sky Festival. Live aus dem Nationalen Sportzentrum Huttwil, das Open Sky Festival. Der erste Tag des Open Sky Festival, der 3. Oktober, ist leider schon wieder zu Ende gegangen. Aber das heisst noch lange nicht, dass es fertig ist. Heute geht es nämlich weiter mit coolen Bands, zum Beispiel Cool, eine Schweizer Band, die ihr sicher kennt. Sind ja alle Schweizer Songs in eine Rocky-Version umwandeln. Mit dabei heute oben aber auch, sicher auch ins Highlight, Beatsteaks. Wir gehen doch gerade mal schauen, wie die Stimmung auf dem Zeltplatz so ist und wie sie die erste Nacht überstanden haben. Guten Morgen, das sind bekannte Gesichter, die wir hier sehen. Wie habt ihr die erste Nacht überstanden? Super, gut gegangen. Wieder heim. Wann seid ihr ins Bett? Ja, es war etwa 2, 3. 3,5, ich weiß auch nicht. Wie habt ihr die Band Baseballs gefunden? Nicht schlecht, das ist eine Frauenfrage. Schau mal hier rüber. Wie sieht es bei dir aus? Also ich war positiv überrascht, super schön mit Feuer und so. Das war noch gut. Hättet ihr die auch schon vorher mal gesehen oder wie sieht das aus?
Ja, so halbwegs eben nur am Heiterrange vor etwa 2-3 Jahren mal. Da hat es eben auch verschifft und sind wir eben nachher nicht mehr hier gewesen. Und was wollt ihr heute anschauen? Was ist dort heute auf dem Plan? Ja, Friedli und Franz, natürlich sicher. Das wird glaube ich auch wieder Spots. Ich glaube die letzten Auftritte. Ja, genau, das sind die letzten und cool natürlich. Sicher. Gut, merci und viel Spass. Guten Morgen, Schweizer Jugendfernsehen. Wie hat die erste Nacht überstanden? Oh ja, war gut. Schön kühl heute Morgen. Wann seid ihr ins Nest? Um 2. Wie war das Programm gestern oben gesehen? Hat es euch gefallen? Gut. War gut. Seid ihr heute im Sinn, welche Bands weiter gesehen? Alle. Die Donuts und die Beatsteaks natürlich. Und morgen seid ihr immer noch da? 3 Nächte über Nacht? Ja, jetzt sind wir noch da, aber dann gehen wir wieder heim. Und wie findet ihr das Festival selber so? Seid ihr letztes Jahr schon da gewesen? Nein, also wir sind das allererste Mal da und das ist absolut der Hammer, wie man da vorne an der Bühne hängt und einfach die Stimmung und gerade die kurzen Wege, das ist saugeil. Geht ihr noch ein anderes Festival das Jahr? Also ich war schon am Southside und das kann ich nicht vergleichen, also das ist schon geil. Das gut. Das auf jeden Fall wieder. Das freut sich sicher hier vom OK. Merci vielmals. Ja, bitte. Die erste Nacht auf dem Zeltplatz haben hier, glaube ich, alle ziemlich gut überstanden. Aber es folgt sicher noch eine zweite. Und das Programm verlautet weiterhin gute Musik. Und früh ins Bett gehen ist da überhaupt nicht der Fall. Jetzt live aus dem Nationalen Sportzentrum Huttwil. Das Open Sky Festival. So kompliziert und so einfach geht. Am Geschichte nehme ich Gitarre-Sounds, Rock'n'Roll und Synthesizer-Sounds und fertig ist Musik von Death by Chocolate. Live aus dem Nationalen Sportzentrum Huttwil, das Open Sky Festival. We'll be right back.
Jetzt live aus dem Nationalen Sportzentrum Huttwil. Das Open Sky Festival. Guten Abend, Schweizer Jugendfernsehen. Auf wer wartet ihr hier? Beatstex. Findet ihr die cool? Ja. Seid ihr extra wegen denen hierher gekommen oder wegen einer anderen Gruppe? Unter anderem wegen denen, ja. Und du nicht. Seid ihr letztes Jahr schon hier gewesen? Nein. Dürft ihr hier übernachten im Zelt oder wie sieht das aus? Ja, Zelt. Hat es euch gefallen bis jetzt? Ja, mal. Das Highlight ist heute am Oben, oder wie? Ja, die Donuts sind nicht schlecht gewesen. Die habe ich schon ein paar Mal live gesehen. Und die Pizza habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Von dem her, ja, kommt schon gut. Gut, merci. Ja. Guten Abend, Schweizer Jugendfernsehen. Auf wer wartet ihr? Ja, Beatsteaks. Findest du die cool? Ja, eigentlich schon noch. Jetzt mit dem Kumpel aus? Genau gleich. Seid ihr hier übernachten im Zelt oder wie ist das? Nein, wir sind erst gekommen. Seid ihr letztes Jahr auch schon hier gesehen? Nein. Kommt ihr nächstes Jahr wieder, wenn es euch heute oben gut gefällt? Ja, einmal schauen. Okay, ja. Merci. Neben mir ist jetzt der Martin, er kommt von Gätnau. Mathe, sagen Sie. Mathe, Entschuldigung. Was hast du für ein Anliegen? Ja, also mein Anliegen, Eigentlich hätte ich jetzt gerne ein Bier gerade, aber nein, das ist, haben wir nicht über das reden. Nein, mein Anliegen war eigentlich, ich bin ja hier die Schmier gelassen. Ja. Kennst du die? Habe ich auch gehört. Ja, die sind noch cool gewesen, gell? Mal, jetzt noch drauf, ja. Ja. Auf jeden Fall, das Tüchli da ist ja vom Schlagzeuger von der Schmier, weißt du? Ah, schick. Schick, gell? Auf jeden Fall, ich habe das ergattert und ich habe das unterschreiben lassen, weißt du? Ja. Und ich hätte sogar eine DVD gekauft oder eine CD. Aber du, die sind nie aufgetaucht. Jetzt müsste ich etwas fragen. Weißt du, warum die nicht aufgetaucht sind? Das sind einfach böse Buben. Das sind recht böse Buben, gell? Die Baseballs gestern oben haben ja alles Tüchel verschenkt. Die habe ich auch gesehen. Die sind auch cool gewesen, ja. Die gefällt dir auch? Ja. So der mit dem Regenschirm und so, gell, Ambarella und so, den haben sie zwar erst an den Zug abgebracht. So wie die Bekannten. Ich kann mega warten, ja. Ich kann schon mega warten, ja. Die sind schon noch gut gewesen. Wie sieht es mit den Beatsteaks aus? Die treten ja heute auf. Wie? Wie sieht es mit den Beatsteaks aus? Von denen habe ich nur gehört von einer Kollegin von mir, dass sie die gerne hören wollen. Ich bin schon noch gespannt, ja. Die müssen noch gut sein, ja. Mhm. Du, sitzt auf dem Zeltplatz nebendran oder bist du in der Nähe daheim? Nein, ich fahre noch heim. Ich trinke ja nichts. Nur ein Bier schadet ja nichts. Lass das rausschneiden. Nein, ich habe die Hängematte hier. Geht da etwas Wäldchen? Ich bin mit dem Velo und die Hängematte hier. Hast du letztes Jahr auch schon hier gesehen? Nein, ich glaube nicht. Letztes Jahr haben recht viele Schweizer Bands gespielt, gell? Ja. Was ist so dein Eindruck von diesem Festival? Es ist schon nicht so ein riesiges, grosses Festival. Also der erste Eindruck war bei mir eigentlich, dass recht viele ihre Billets wollten verkaufen draussen. Und wo ich habe hier auch so eins gekauft, muss ich zugeben. Ja, nicht gewonnen. Ja, mal, einfach zum halben Preis für das ganze Wochenende. Von dem her nicht so schlecht. Gut, ich hätte nachher eins gratis bekommen vom Kollegen, aber ist ja gleich. Auf jeden Fall, als ich hier reingekommen bin und gesehen habe, wie teuer das Bier ist, konnte ich doch begreifen, warum sie ihr Ticket verkaufen. Ja, ich finde, also der Eindruck ist schon, ich finde, weißt du, 3 Dezibier Bier dürfen einfach nicht mehr als 4 Franken kosten. Das ist aber leider der Fall. Findest du das nicht auch so? Ich bin noch nicht im Alter, wo ich darf. Ich gerne Bier. Du darfst gar nicht Bier trinken. Du lügst. Mensch, wie alt bist denn du? Ich bin erst 14. Ah, okay, ja. Also kann ich dir einen guten Rat geben. Fang nie an, von Bier trinken. Und rauchen sowieso nicht. Rauchen würde ich sowieso nicht. Das Rauchen ist das Dümmste. Das ist ein dummes Laster. Ich habe das so erst mit 18 angefangen. Ich finde das Festival aber rein musikalisch. Rein musikalisch, muss ich sagen, habe ich jetzt eben gestern Baseballs gehört. Und heute Los Camillos, oder wie es geheißen hat. Ja, doch das Lateinamerikanische. Das hat mir echt gut gefallen, das habe ich echt cool gefunden.
Und eben die Schmiergäste sind... Vorigrad meine ich natürlich, ja. Die Schmiervorigrad, die... Also, es war ein bisschen schade, es hat fast... Also die Leute sind eher so im Hintergrund gestanden und noch reingehockt und... Sie sind noch nicht ganz in Fahrt gesehen. Nein, also ich schon. Ich habe eigentlich fast, die ganze Pflanzdecke, Tanzfläche, sagt man ja, gell, für mich allein gehabt. Außer meine Brüder und Kollegen waren auch noch da gewesen, und noch zwei flotte Frauen auch noch, ja. Aber es hat Spass gemacht. Also ich habe es einfach genossen für mich. Ich habe mir gesagt, die anderen, die wissen gar nicht, was ihr jetzt verpasst. Es hat sich ja auch gelohnt. Das habe ich nicht, ja. Das hat auch den Schlagzeuger das Tüchlein mehr rübergerührt. Und ich habe das in grossen Menschenmenge, ich habe einen Hecht vorne gemacht und so mit der linken Hand habe ich das noch können vor, oder? Ich bin ein Frisbee-Spieler, weißt du, Frisbee-Ultimate spiele ich auch. Da ist ein Übung drin. Ja, ja, da habe ich natürlich Übung mit einer Hand abgefahren und so. Ja. Sieht das aus? Gehst du noch andere Festivals hier in der Schweiz dieses Jahr? Also ich werde sicher am 6., 7. Oktober auch da sein, weil dann haben wir den Swiss Cup Frisbee Ultimate, wenn ich da gerade noch ein bisschen Werbung mache in die Kamera, ja. Wir hätten da auch, also spielt da sogar auch eine Band am Samstagabend. Der Marlock heissen die, ja. Ja. Und also es ist ein Frisbee-Turnier, wo jeder Mann und jede Frau darf zuschauen darf. Und das Bier kostet also dort 3 Dezi höchstens 4 Franken, wenn nicht nur 3. Also im Anfall verkaufen wir eigentlich ein halbes Liter für 5 Franken. Ja? Was hat dir schon 5 Franken gekostet? Merkst du etwas? Also super Stimmung hier zu Hotwil am Open Sky Festival. Interview. Internetfernsehen. Bin ich fertig? Internetfernsehen. Darf ich jetzt beiseln? Du bist entlohnt. Gut, danke. Merci vielmals. Wie sieht es bei euch aus? Wieso seid ihr hierher gekommen? Weil sonst nichts etwas anderes los ist. Kommen wir nächstes Jahr wieder? Seid ihr letztes Jahr schon hier gewesen? Nein. Also letztes Jahr sind wir noch nicht da gewesen und nächstes Jahr wissen wir noch nicht. Wissen wir. Ich finde den Beatsteaks und nachher auftreten. Scheiße! Die wissen wir nicht. Hörst du sie nicht? Nein. Das ist nicht so unsere Musik. Ist gut. Keine Ahnung. Also lieber eine Party machen im Nachhinein. Wie? Lieber eine Party machen im Nachhinein. Natürlich. Zuerst voll sein und dann voll abgehen. Nein, musikalisch gefällt mich das Open Air. Die Musik nicht? Nein. Welche gefällt mich denn? Es wäre cooler, wenn mal House Open Air wäre, Zotto. Elektro House. Keine Ahnung. Wo kommt das? Ich gebe dir ein Kärtchen. Ja, bitte. Jetzt kommt es nicht wirklich im Fernsehen. Alles? Oder schneidet ihr es? Wir tun es schon noch ein bisschen bearbeiten. Jetzt live aus dem Nationalen Sportzentrum Huttwil. Das Open Sky Festival. Und wir sind drauf. Ich bin jetzt hier mit Freude bei uns und bei wem nochmal? Wieso seid ihr hier zu Hutu? Ja, ein bisschen Party machen, ein bisschen Feste unter Kollegen sein, tipptopp. Was gefällt euch hier so an der Musik? Beatsteaks aus Berlin. Hey, habt ihr Beatsteaks gehört? Die waren der Hammer gewesen. Es hat geregnet wie aus Köbeln. Aber die haben einfach weitergespielt. Das war so geil gewesen. Aber die sind nicht in den Schermen gegangen, oder doch? Nein, Schärme. Schärme ist für Pupsis. Wir sind feucht bis am Bach runter. Aber feucht. Feucht und nicht feucht. Sondern richtig feucht. Wie sieht das aus? Seid ihr mit dem Auto und übernachtet hier 3 Tage lang? Nein, wir sind mit dem Auto hier und schlafen nicht. Morgen immer noch hier. Wie bitte? Morgen immer noch hier. Morgen gehen wir heim. Er fährt. Ich gebe es zu. Ich finde jetzt so eine Stimmung hier mit den Leuten und alles. Es ist noch recht friedlich. Ja, mega gemütlich. Sind alle cool drauf. Das ist schon ein anderer Open Air gesehen hier in der Schweiz. Oder geht er noch ein anderes? Da musst du ihn fragen. Er ist ja, wir sind schon überall gewesen und wir gehen noch überall dieses Jahr. Aber Blauklapp. Geiler Sieg! Nein, da ist wirklich geil. Wir sind schon überall gewesen, wir gehen überall. Beste, da Mann! Also, jetzt muss ich sagen, jetzt fehlt nur noch der Spruch von ihm. Das Beste, was jetzt gibt's. Das Beste, was jetzt gibt's, Mann! Noch so ein Spruch, Nasenbruch.
Nasenbruch, Nasenbruch. Du hast... Aber nein, ich sage, der Völlste ist der Töllste an diesem Open. Jetzt live aus dem Nationalen Sportzentrum Huttwil, das Open Sky Festival. Am Open Sky Festival auf der Zaubühne Dusty Tunes. Aus der Region, für die Region, das passt zu den Dusty Tunes. Sie kommen nämlich aus Huttu und gehen auf einen ganz kurzen Weg von Huttu nach Huttu diverse Covers von den alten schönen Zeiten eingepackt. Hecht auf der Bühne, hier auf der Halbbühne. Diese Gruppe besteht aus 5 Männern. Sie gelten als neue Hoffnung in der Mundart-Rock-Szene. Nicht nur mit Sendung Virus geben sie Vollgas, sondern auch hier im Kanton Bern zu Huttwil. Gastfreundschaft kannst du nicht verlassen, aber die lange Strasse ist für dich da. Jeder zweite ist vor einem Arm und es geht uns Gefühl. Sie kommen aus Zürich, allerdings haben sie ihre Wurzeln im Seeländischen. So viel ich gelesen habe. Yellow, Heto und Gniesto ihr Auftritt zu Huttwil. Die Bernerin hat nicht nur den Musikstil Saulgruf, nein, auch Dub, Folk, Pop und auch Trip-Hop, was auch immer das ist. Es tönt auch vielversprechend. Mit ihrer zuckersüßen Stimme reißt sie jeden und jede mit ihrer Bahn. Jetzt live aus dem Nationalen Sportzentrum Huttwil, das Open Sky Festival. Baby Jay aus Zürich, hier auf der Halbbühne in Huttwil. Sie haben schon eine Training durchgemacht, die 4 Bandmitglieder, inklusive Frau am Bass. Doch jetzt sind sie zurück mit alten und neuen Songs, inklusive ihrem grossen Hit, den sie jetzt gerade präsentieren, namens Double Trophy. Der ist am Boden gekrochen, es hat ihm das letzte grosse Abenteuer versprochen. Er ist dreckig und allein im Dschungel rumgelaufen. Schließlich hat er im Dorf ein paar Soldaten getroffen. Er ruft, jetzt bin ich heim, so etwas ist kein Spass mehr. Aber die Soldaten haben nur gesagt, ich würde gerne mal ihre Bock sehen. Es ist mal ein Double gewesen, Zeger und ein Gesunder. Der ist irgendwo wie von da in Dreck verschwunden. Er hat nie begriffen, dass der Pippenherb der Grosse Nummer ist erfunden worden, zum Double-Losi. Die Heiß in der Weiz, haben sie gesehen. Sie sagen es, jetzt auf dem Programm läuft Stubenrein. Ob es wirklich sein, werdet ihr jetzt gerade sehen. Stubenrein! 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 Stubenrein sind das. Sie sind so stubenrein, dass sie sogar barfuß hier auf die Bühne kommen und nicht etwa mit dreckigen Schuhen. Übrigens, die Gruppe, die man hier vorne sieht, mit den Stühlen, zum Teil hocken sie, zum Teil stehen sie, sind extra mit einem Gar angereist, um das Zelt zu füllen und mitzufeiern, so wie sie das jetzt gerade machen. Stubenrein, eine Band, die von Zug kommt. Vor allem dort haben sie einen sehr guten Ruf und den weisen sich jetzt auch hier in Huttwil
und im Kanton Bern Chor spielen.